Hallo Freunde, willkommen zurück hier in Nordfriesland. Das ist nicht so ganz einfach. Ich habe jetzt den Kurs hier mal andersrum eingefahren in der Zwischenzeit zwischen gestern und heute. Und ja, gucken wir uns doch mal an, wie das Ganze hier funktioniert. Ja. Ich hatte das Gefühl ja schon mal, es ist halt keine Ahnung wie viele Folgen schon mal her, dass wir ja hier wieder ganz groß im Roggengeschäft waren, dass er hier nicht vernünftig abgeladen hat. Und ja, gucken wir jetzt mal an. Nein, nein, er will nicht, nein, nein. Oh doch, er hat mir gefunden. Ah, sehr schön. Irgendwo hier hinten kippt er dann doch mal ab. Das heißt also, Hofsiedlung, Mehlproduktion fliegt raus und wir speichern dich erstmal unter Hofsiedlung. Das ist der neue Kurs. Jetzt müssen wir den alten erstmal löschen. Dazu bringe ich einfach mal hier in irgendein Auto rein und nehme hier den Hofsilo-Verteiler, Mehlproduktion raus und diesen hier da rein. So, dann haben wir das und ich suche immer noch, wie viel sieht es denn hier aus? Oh, das ist voll. Die haben aber fleißig gearbeitet hier. Die auch. Da, den habe ich die ganze Zeit gesucht. So, wir wollen mit dir. Wo ist denn hier mein schlauer Zettel? Irgendwo brauchen wir da bestimmt Leerpaletten, oder? An der Molkerei. Gut. Erst holen wir, jetzt erstmal ein bisschen Zucker. Und dann fahren wir mit den Leerpaletten zur Molkerei. Bisschen Licht gibt's auch. So, Rudele. Ja, ihr seht, hier ist voll, ne? Hier ist auf jeden Fall voll. Alter, Alter, Alter. So, gestern alles gut gegangen, heute muss es natürlich sein. Es gehen Dinge zu Bruch. Komm rum. Eine Palette noch. Einmal hier rum, bitte. So. Hilfe, Hilfe! Was ist jetzt? Jetzt mag er nicht mehr, oder was? Er nimmt aber noch auf. Oh, ja, da hat er sich wieder gefahren. Sehr schön. URL aus. Nein, das wird nix. Kommen wir denn da rum? Wir machen das anders. Wir holen hier einfach ein bisschen weiter aus. So. Ja, dann passt das. Guck mal, wie das passt. So ist fein. Ah, so will ich das haben. Und dann fahren wir zur Molkerei. Geht's hier lang, ne? Was ist denn näher? Brennerei, ne? Fangen wir erst mit der Brennerei an, dann fahren wir die Leerpaletten zur Molkerei oder irgendwie was. Wir müssen auch noch an der Zellstoffproduktion vorbei. Da gibt's auch noch einiges zu tun.
So, wollen wir noch mal gucken, wie viel hier reinpasst. Ein Wasser fehlt auch noch. Mal gucken, ob er so schon was nimmt. Das sieht gut aus. Damit wäre der Teil hier voll. Was machen wir mit dem restlichen Zucker? Obst aber noch nicht genügend, würde ich sagen. Getreide fehlt auch noch. Aber man könnte zumindest hier schon mal Zuckerpaletten einlagern. Oder wie ist denn der Preis für Zucker? Lohnt sich das? Oh, die steht auf jeden Fall gut da. Zeitung haben wir nicht. Zucker, Zucker, Zucker. Keine Ahnung. Hier nicht. Das könnte Zucker sein hier. Das ist Mehl, dann ist das Zucker. 2700 bei Aldi. Das ist, ey, ohne Scheiß, ne? Da runter zu eiern, ich habe da keine Lust zu. Edeka 2500, dann lassen wir es da. Ist mir auch egal. Dann machen wir noch ein paar Kohlen auf jeden Fall nebenbei. Und dann können wir nämlich noch ganz fein irgendwo wieder einen Acker kaufen. Gefällt mir sogar besser als hier die ganzen Produktionen abzuklappern. Da müssen wir rein. Einmal entgegengesetzt der Fahrbahn anhalten. Ist ja hier Lieferverkehr, ne? Das muss ja auch berücksichtigt werden, wenn es das Ordnungsamt kommt und Knolle verteilen will. Heute nicht. Nein, nein. Jetzt fahren wir nochmal hier hoch. Farmsilo ist leer. Das möchte ich anzweifeln. Da ist noch genügend Zeug drin. Aber wahrscheinlich nicht das, was du brauchst, ne? So, Kartonage hier vom Allerfeinsten. Oh. Gib mir mehr. Gib mir alles einfach. Oh, dann kommt der Wasserträger. Das passt mir ja jetzt gar nicht. Ja, ja, komm, fahr nur. Du bist voll? Einer Phantompalette. Ah, das habe ich auch, oder dieses Phänomen habe ich zumindest auch gehabt auf der Tanneberg. Das hat noch eine Palette weg gewesen und ich habe sie irgendwo, ist sie wieder aufgetaucht. Ich weiß noch nicht, wo oder wie sie dahin kam. Schwupp. Jetzt sind schon zwei weg. Ach, lieber Gott. War jetzt URL an oder aus? URL anschalten will ich nicht. Gut. Wir fahren mit dieser Ladung jetzt zur Molkerei. Jetzt endlich und final und so weiter und so fort. Und dann fahren wir auf jeden Fall noch am
Schlachter vorbei. Da lassen wir dann zumindest schon mal die Hälfte hiervon. Und dann sollte zumindest der Teil der Produktion laufen. Der Schlachter braucht Kartonage und wo war noch Kartonage angesagt? Ich glaube bei den Haferflocken, genau. Die Haferflocken brauchen auch noch. Na gut, jetzt machen wir halt erst hier. Alter. Die sichern wir mal schnell, bevor wir hier durchfahren. Okay, jetzt machen wir URL wieder an. URL aus. Das reicht erstmal, würde ich sagen. Ich hatte es ja angedroht, letzte Folge. Ich muss mich erstmal wieder hier zurechtfinden. Schlachter. Dann kann ich von da aus dann zur Molkerei fahren, ne? Ja, das passt. Machen wir erstmal ein Stück zurück hier. So. Mehl können wir dann auch noch zur Bäckerei bringen. Da haben wir auch noch eine Verabredung. Aber erstmal gibt es jetzt Leerpaletten hier für Molkerei da hinten. Zack, weg sind sie. Jetzt kann hier wieder fleißig produziert werden. Aber dann hier noch ein bisschen Milli. Ja, hier ist noch ein bisschen Milli drin. Das passt soweit. Dann läuft das hier. So, haben wir für vorne noch irgendwo irgendwas? Ich glaube nicht. Oder machen wir davon noch ein bisschen was für die Zeitung. Bin glaube ich auch noch Kartons. Das ist das Einzige, was ich nicht nachgeguckt habe, ne? Weil ich mir gedacht habe, brauchst du jetzt erstmal nicht unbedingt. Wir fahren einfach mal hin. Wird er uns ja dann sagen, was dann fehlt. Ob ich jemals bei den Haferflocken ankomme, ich glaube, diese Folge wird das nichts mehr. Aber zumindest komme ich meinem Plan, einfach alles mal abzuklappern, immer näher. So, wie sieht's denn hier aus? Was haben wir denn hier? Kartons haben wir nicht, ne? Doch, da sind Kartons. Hier fehlen Paletten. Ah! Dann kann man das mal eben hier aufschreiben. Zeitung. Palette leer. Gut. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Hier können wir nochmal rum. Weil Leerpaletten haben wir zur Genüge. Da haben wir echt genug auf jeden Fall. Ja, machen wir noch eine Minute länger, dann können wir hier heute noch zu den Haferflocken flitzen. Fahren wir da lang.
Nö. Wir nehmen hier schön die Romantikroute. Ja, fürs Auge zumindest schön mit anzusehen. Welt 19 wächst und gedeiht sehr gut. Irgendwas kaufen wir uns auf jeden Fall noch. Wir haben jetzt 1,1 Millionen. Nächste Folge, denke ich, können wir dann mal kurz auf Suche gehen. Da wollte ich rein. Einmal zurücksetzen, bitte. Oh, auf Warmling gar nicht, aber einen guten Tag heute. So. Reicht. Hier wollen wir rein. Ja, wir brauchen definitiv mehr Fläche. Das ist einfach so. Du kommst halt nicht hinterher, ne? Dann fehlt es hier, dann fehlt es da und du hast halt immer nur so kleine Mengen. Auch wenn es jetzt gedüngt ist oder nicht, aber an Getreide und so weiter, das ist alles nichts, ne? Wir müssen mal so einen richtig großen Schlag haben, wo dann hier richtig Radau angesagt ist und dann können wir da auch mal ein bisschen ernten. Und dann macht das alles ein bisschen mehr Spaß, ne? Ich habe ja gesagt, eigentlich ist das nächste, was wir uns kaufen wollten, ein neuer Mähdrescher, ne? Aber ihr werdet es mir nachsehen, wenn ich sage, okay. So ein bisschen Fläche darf natürlich auch nicht fehlen, ne? Aber so ein Drescher ist halt auf der anderen Seite auch wieder ganz nett, ne? Den zu haben. Also ja, so nice to have mäßig halt, ne? Können wir hier einmal die Garage voll machen, bitte? Schwupp, weg ist es. So, damit hätten wir das erledigt und wir sind auf jeden Fall unserem Ziel ein Stück näher. Die Produktion läuft auch. Herzlichen Glückwunsch. Das soll es gewesen sein für heute. Ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen, Einschalten, dabei sein, liken, kommentieren, abonnieren, interagieren auf jeden Fall. Das ist immer ganz wichtig. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin, macht es erstmal gut. Ich verabschiede mich. Ciao, ciao.